So, ich speichere mal eben fix. Dann haben wir das nämlich. Wir brauchen radioaktive Pflanzen, hat er gesagt, oder? Radioaktive Pflanzen. Was ist mit ihm hier? Was braucht er hier? Die Augen. Bau ein Gefahrguthandschuh, wenn du mit gefährlichen Pflanzen hantieren willst. Ohne Verletzung davon zu tragen. Ach so, okay, das heißt gut. Okay, wir müssen definitiv auf jeden Fall zu dem Techniker. Müssen wir jetzt die... Wie heißen die Pflanzen jetzt? Jetzt muss ich mal gucken. Wenn nicht, schreibe ich mir das sogar auf. Warte mal eben. Ich schreibe mir das, glaube ich, mal eben auf. Welche Sachen ich da brauche. Kandensium. Okay. Warte. Kandensium. Radioaktiv. Radioaktiv. Wir waren ja schon auf dem Planeten, der radioaktiv war, ne? Wir waren auf dem Planeten gewesen, der radioaktiv war. Da war radioaktiver Regen. Zählt das schon als radioaktiver Planet, oder? Jetzt ist nur die Frage, welcher war denn das nochmal? Ich schaue nochmal eben in die Optionsmenü bei den Karten. Warte mal. Tropische Stürme, Gaswolken. Hier. Ist das nicht das, wo wir waren? Kann ich ihn eben umbenennen? Warte mal. Obwohl... Das kann ich behalten. Schwalbe 72, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Hallöchen zum Sonderstream heute. Folge 299. Morgen großer Stream-Marathon. Du bist auch herzlich eingeladen, teilzunehmen, wenn du Lust hast. So. Anomalie entdeckt. Schön. Ich muss aber erst zum anderen Planeten. Jetzt die Frage ist, wie heißt der Planet hier? Nein, das ist er nicht. Ist es der hier? Nein. Wo ist der andere Planet? Bestimmt dahinter wieder irgendwo, hinter meinem eigenen. Aber dass man Frachter jetzt auch kaufen kann, das ist ja krass. Das ist ja... Ich traue mich gar nicht zum Frachter zu fliegen. Weil ich wieder Schiss habe oder so, dass wir da... Da waren wir noch gar nicht gewesen. Warte mal. Emeril... Komm, wir fliegen da mal hin. Vielleicht ist der ja sogar radioaktiv, der Planet. Kann ja sein. So. Ja. Und wir haben keinen Antrieb mehr. Okay, warte, das kriegen wir hin. Nein, wir haben kein Eisen. Nein, ernsthaft? Wir haben das ganze... Oh, Eisen. Hey, warte mal. Sehe ich hier Eisen? Kopfgeld, 100.000 Units, wa? Wieso kriege ich jetzt Thamium? Ich will Eisen. Ich brauche Thamium. Okay, ich fülle mal eben auf, komm. So, warte, ich schau mal eben was. Okay, ja, ja, ja. Hm. Okay. So. Ja. In 20 Sekunden sind wir da. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Freunde der Sonne, was meint ihr?
Wie wird der Planet aussehen? Grün, rot, gelb, blau? Lila. Oder? Ressourcen, was? Ansammlung entdeckt? Wo? Die Frage ist, welche Ressourcen? Oh, Alter, was gibt hier alles? Mal gucken. Alles so bunt hier. Der Planet ist lila. Aufgelockert? Normal, mangelnd, mangelt. Ja, super. Bin ich auf einem ganz tollen Planeten gelandet. Aber hier gibt es Thamium ohne Ende. Guck mal an. Wenn ich schon einmal hier bin. La, 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 la. Alter, guck mal, wie viel Thamium. Aber das, was wir brauchen, werden wir ja wahrscheinlich nicht hier finden. Okay, hier geht's. Alter, jede Menge Thamium. Was ist das hier? Gar nichts, oder was? Ach, Emeril. Ah, nee, Iridium. Warte mal. Nehmen wir mal ein bisschen mit. Weil davon haben wir, glaube ich, noch gar nichts oder kaum was. Da können wir ruhig mal ein bisschen. So ein bisschen was mitnehmen von. Weil wenn wir mal davon was brauchen, dann haben wir schon mal ein bisschen was. Weil wenn schon, denn schon, ne? Sagt man ja so schön. Alter, 20 Zuschauer und das für die Zeit. Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live und vor allen Dingen für No Man's Sky. Also, das ist schon... Hätte ich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich habe gedacht, da wird doch eh kein zu guten großartig. Nein. Schiff macht Geräusche. So. Da gucken wir mal, wo die ganzen Dings sind hier. Diese Ansammlung, Ressourcenansammlung. Die sind auf einem anderen Planeten. Ah ja. Und dann noch auf unserem Planeten. So, wo ist denn der... warte mal, was hier? Hast du bereits entdeckt? Ja, da müssen wir mal hin. Planetenbasis entdeckt? Wo? Ich glaube, hier war das mit dem... Mit der radioaktiven Regen. Da müssen wir mal hin. Alter, 26. Seid ihr wahnsinnig? Hallo. Und willkommen. So. Wir müssen so langsam zusehen, dass wir neue Baupläne kriegen. Das heißt, wir müssen echt erstmal so ein bisschen hier... Boah, und ich will so ein Weltraumkreuz haben. So ein Frachtschiff. Alter, 7 Millionen. Boah, da müssen wir erstmal hinsparen. Da müssen wir wahrscheinlich zwischendurch auch ein paar Sachen verkaufen. Ernsthaft. Feindlicher Scan entdeckt. Jetzt, wo ich 30 Sekunden vor der Ziellinie bin, ne? Ja, war klar. Ernsthaft. Wo sind sie? Da kommen sie, oder? Wo denn? Ein feindliches Schiff, das ist schon mal gut. Wo ist es denn? Da. Hey, das war's schon. Tschüss. Fand ich die Schiffe zerstört. Sehr schön. So. Kann ich weiterfliegen? Danke. Naja, wenn es eins ist, dann geht's ja. Dann kann ich damit leben. Dann ist das ganz okay. So. Freunde der gepflegten Sonne des breiten Sports, wir brauchen kann. Wie heißt das nochmal? Candelsium? Candelsium oder irgendwie sowas? War das jetzt der Planet hier gewesen? Ich weiß nicht. Suchen, meine Landung einzuleiten. Ich lande gleich mal bei dir. War das der Planet? Ja, das war der Planet. So, die Frage ist, wo finden wir diese Pflanze? Diese Pflanze. Was haben wir hier? Was ist das hier? Mal eben schnell gucken.
Nee, das ist es nicht. Was ist das hier? Na toll. Antrium, toll. Haben wir noch nicht von genug gesammelt. Plutonium nehme ich mit. Können wir für unseren Antrieb gut brauchen. Weil wir schon dabei sind. Aber die Frage ist, wo finden wir unsere Ressource, die wir brauchen? Da ist wieder Plutonium. Sieht auch ein bisschen strange aus hier, das die Pflanze hier. Naja, jetzt neu. Auch für den Mann. So, Anomalie entdeckt. Ja, ich scheiß mal auf die Anomalie da im Weltall. Ich würde gerne hier irgendwie was finden an Ressourcen, die wir brauchen. Wo finde ich denn hier dieses Kakandlithum oder wie das heißt? Toll. Platin. Zink, nehme ich mit. Vielleicht in der Höhle? Da ist schon wieder gelb am Leuchten, das ist wahrscheinlich wieder Antrium oder so. Antrium, Antrium. Giftschutz nimmt ab. Ja, Giftschutz nimmt ab. Was ist das hier? Ach, gar nichts, okay. Toll. Huch, warte mal. Aber er hat doch gesagt, auf dem radioaktiven Planeten, oder nicht? Weil das ist doch radioaktiv hier. Warte mal. Anzug. So, was geht denn jetzt gerade runter? Das ist Gefahr gegen Strahlungsschäden. Hier. Aber das ist doch 100... Hä, das ist 100%? Wieso? Ah, dann bin ich doch nicht auf dem... Ach, dann bin ich anscheinend doch nicht auf dem... Okay. Weil wenn die Dinger nicht aktiv sind, bin ich auch nicht auf dem... Oder? Was suchst du? The girl setz... Was? Setz gets not sleep. Hallo, willkommen zur Let's Play Live Show. Ich grüße dich. Ich suche dieses Candelism, oder wie das heißt. Candelism. So eine exotische Ressource, die ich nur auf verstrahlten, ja, so wie ich auch bin, auf radioaktiven Planeten kriegen sollte. Ich weiß aber nicht, wo und wie das aussieht. Da sagte zu mir mein Techniker, der am Wissenschaftsterminal steht. Das brauche ich gerade für den Hand. Ja, genau. Kandensium. Kandensium brauche ich. Für diesen dämlichen Handschuh brauche ich das. Ich weiß aber nicht, wo ich den finde. Warte mal, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Nein, du bist auf einem toxischen Planeten. Ach so. Dann kann ich ja lange suchen. Okay. Toxisch. Warte mal, radioaktiv? Ach so, radioaktiv ist ja auch das Symbol. Ich bin so schlau. Na klar, das heißt, ich muss erstmal wahrscheinlich wieder durch die Galaxie reisen. Bis zur Galaxie, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. So, mein Gott. Du brauchst einen radioaktiven Planeten. Dankeschön, das ist nett von dir. Vielen Dank. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke, dass mich mal jemand aufklärt. So, das ist schön. Candensium ist eine kleine Pflanze. Wahrscheinlich so klein wie, wie heißt die nochmal? Antensium oder wie heißt? Die wir jetzt gerade gesammelt haben die ganze Zeit. Für die Brennstoffzelle. Wahnsinn. Ich liebe das Spiel immer noch. So. Ja, was denn? Wo ist er denn? Hallo. Der kleine Bucklige. Wahrscheinlich hier so wie die hier. Wie Antrium.
Ist wahrscheinlich auch so groß. Einen radioaktiven Planeten. Oh Gott, den muss ich erstmal finden. La la la, la 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 la. Was für ein Modus spielst du? Ganz normaler Modus. Ist nichts Weltbewegendes. Ist kein Überlebensmodus und auch kein Sandbox-Modus. Ist ganz normal. Ist immer noch mein Spielstand seit dem Release, seitdem ich das Spiel habe. Und ja. Ja gut, da müssen wir aber gucken, kann ich denn noch irgendwo hinreisen? Ich weiß gar nicht, ob ich noch genug Treibstoff dafür habe. So. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. So, wir haben hier auf jeden Fall keinen radioaktiven Planeten. Die Frage ist, wo finden wir einen? Da müssen wir mal gucken. Warte mal. Was? Radioaktive Planeten sind einfach... Was sind einfach zu... Was sind einfach zu finden? Einfach immer Planeten aus dem All scannen. Okay. Aus dem All scannen. Ja, wie gesagt, hier in Dings, also hier ist kein radioaktiver Planet. Also zumindest, also bei uns sowieso nicht, wo wir wohnen. Was haben wir da? Also ich habe hier keinen. In der Galaxie definitiv nicht. Weil dann hätte ich den definitiv schon gefunden. Also vermute ich mal. Weil ich mag ja sowieso das Erkunden hierbei. So. Achso, unser Schild. Ne, wir könnten unser Schild aufladen. Ja, komm, mach nochmal. Dann haben wir das. War ich da? War ich noch gar nicht gewesen. Oh, warte mal. Meine Galaxie hat insgesamt, ich glaube, 6 sind es, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4. Ich glaube, 6 Stück, glaube ich. 1, 2, 3. Ich meine, 6 sind es. Mhm. Da waren wir auch noch gar nicht gewesen. Oder zumindest, ach ja doch, das war dieser pinke Planet, ne, wo wir drauf waren. Ich habe soweit schon alle Planeten, glaube ich, abgescannt, aber da steht nicht einmal das, was ich brauche. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht in der Galaxie drin sein, was ich benötige. Ich denke mal, dass ich wahrscheinlich in einer anderen Galaxie reisen muss, um es zu bekommen. Hallo? Ach, auch noch unentdeckt, okay. Nein, Gold-Nickel-Iridium. Tja, das, hat sich dann mal eben erledigt. Mhm. Was ist es nicht? Wie meinst du, das ist es nicht? War beim nächsten System. Ja, ja, sag ich ja. Ist wahrscheinlich nicht in diesem System. Das heißt, wir springen mal zum nächsten. Mal gucken. Was haben wir hier? Vier Planeten. Ja, reisen wir mal hin. Komm. Wir können ja zurückreisen wieder zu unserem, zu unserer Station per Teleportation. Ist ja nicht so schlimm. Zu unserer Station per Teleportation. Es reimt sich sogar. Sehr schön. Freunde. 0 Uhr. So langsam geht's dann morgen Abend zur Sache, oder beziehungsweise morgen Nachmittag. Folge 300 in der Let's Play Live Show. Man mag es gar nicht glauben, wir feiern Dreijähriges auch fast. Naja, gucken wir mal. Das wird morgen definitiv lustig. Ich muss noch Spiele runterladen nachher. Ganz wichtig. So, scannen. Hallo, ich will scannen. Ah, ja. Mhm. So, Scanner muss aufladen. Okay, ja. 4 Planeten waren hier.
wahrscheinlich, wie ich mein Glück wieder kenne, wahrscheinlich wieder nicht hier irgendwo. Ja, juhu. Die Sonne, ich fliege einfach in die Sonne. Wow. Was, da war es doch wo? Bin ich so blind? Habe ich schon wieder... Warte mal, mein Kabel hängt hier gerade fest. Zweiter Planet, wo? Nein. Spandonium? Nein. Das brauche ich nicht. Spandonium brauche ich nicht. Nee. Hallo Patrick, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Nee, Spandonium auf dem zweiten Planeten brauche ich nicht. Sorry, mein Bildschirm ist zu klein. Worüber guckst du denn? Über Handy? Nee, hier ist auch nichts in der... Aua. Hier ist auch nichts drin. Ist nicht schlimm, Gottes Willen, mein Gott. Kann ja jedem passieren. So, da gucken wir mal. Kann man denn hier irgendwie... hallo? Kann ich auch noch reisen oder... Drei Planeten. Haben wir den hier? Warte mal, sechs, da waren wir doch, ne? Gehen wir mal hier hin, komm. Gucken wir mal. Naja. Ach, heute werde ich nicht alt, liebe Freunde. Heute werde ich auf keinen Fall alt. So, das sieht radioaktiv aus. Der Planet ist spinatgrün. Ja, der Planet ist spinatgrün und der hat nicht das, was ich brauche. Das war ja irgendwie klar. Das war ja zu erwarten. Kann ich den abscannen? Hallo, ich würde gerne den scannen. Toll. Juhu. Da ist noch ein Planet. Ich glaube, der hat auch vier hier, ne? Die Galaxie. Wow. Juhu. Hä, wo ist denn einer Planet, der da am Rand ist? Hä? Den haben wir schon, ne? Den haben wir auch schon hier.